Es ist nicht normal. Warum lässt man da keine Lücke zwischen? Hey, Daniel, schnapp dir auch einen Trecker. Ja, okay. Nee, wir fangen da vorne bei den Spitzen, die gezogenen Spitzen. Da fangen wir an und hängen dabei hinter. Ne? Du nimmst ja auch einen Trecker mit. Du hast ja auch einen TE-Führerschein, ne? Ja, sicher. Ja, alles klar. Hat einen Tag heute. Heute ist Action angesagt. Nichts Besonderes, aber zweimal im Jahr braucht man das. Heinz Pott, Chefmechaniker. Heute ist ein großer Tag für ihn. Und das ist sein Revier, Europas größte Trecker-Auktion. Über 700 Landmaschinen sollen versteigert werden. Erhoffter Tagesumsatz über 8 Millionen Euro. Weißt du, wo Matthias ist? Wir haben 444 wieder am Laufen. Ja. In Case. Da vorne ist er. Läuft der Johnny wieder? Nee, im Moment noch nicht, aber er kommt gleich. Heinz Pott ist auf einem Bauernhof groß geworden, liebt Trecker über alles. Aber hier ist von Landidylle keine Spur. Es geht nur um gute Zahlen. In 10 Auktionen haben wir höchstens 8 Maschinen, die wir nicht versteigert haben. Und jedes Mal 600, 700 Maschinen liegen wir ganz gut. Doch bevor es richtig ernst wird, gibt es für die Mannschaft von Heinz Pott noch eine Stärkung. Schnitzel im Brötchen. Morgens um 8:30. Und er trägt das Risiko. Guido Ottens, Geschäftsführer eines großen Agrarhändlers. Die meisten Maschinen, die hier verkauft werden, hat er in Zahlung genommen. Defekte Trecker lassen sich nur schwer versteigern. Handbremse ist angezogen und da ist irgendeiner rumgefummelt. Irgendwo ist ein Relais oder ein Kabel gezogen. Aber wo ist das? Warte mal, ich gebe ihn dir mal eben. Ja, hallo. Der läuft nicht mehr. Also wenn ich den Handbremshebel ganz nach unten drücke, dann ist das Meckern von dem Hebel auch weg. Aber der fährt trotzdem nicht, nein. Potts Verdacht, an diesem Trecker wurde manipuliert. Ich erwische einen. Irgendwann erwische ich einen. Und das ist Absicht, das ist eine reine Manipulation. Nur um, sag ich mal, Maschine fährt nicht. Der das gemacht hat, der sitzt auf der Bühne und sag ich mal, hebt die Hand hoch, weil er genau weiß, jetzt wieder könnte er billig werden. Weil andere Kunden, die den testen wollen, die Maschine ist technisch einwandfrei. Irgendwo, nur einen Stecker gezogen oder irgendetwas. Und der weiß genau, dann wird er etwas günstiger, weil die anderen Kollegen, die den testen, sagen mal, meine, er ist irgendwo defekt. Weil irgendwas schien mal. Und der. Und dieser Trecker ist nicht der einzige, an dem etwas nicht stimmt. Der zweite hier. Hier, dieser zweite. Da, geh mal drauf, dann siehst du. Da. Komplett weg. War Montag noch drin. Ein Kunde hat mich darauf angesprochen. Ne? Die Hydrauliksteuerung. Gestohlen. Weggelegt hätten, aber. Mit Ärger gar nichts mehr, das kann man gar nicht beschreiben. Welcher Mensch geht hier hin und der hat einen Schraubenschlüssel, alles mitgehabt. Der hat das bei sich zu Hause wahrscheinlich defekt. Oh, hier wunderbar. Und zack, schraubt das ab, nimmt das mit. Also ich verstehe solche Menschen nicht. Ihr passt ein bisschen auf, ne? Immer bei der Schlepper so ein bisschen aufhalten. Und hier vielleicht einer hier bleibt, die Augen aufhält. Hier kommt allerhand weg. Das haben wir gerade schon beobachtet. Ja. Für ihren Chef Heinz Pott ist das Kleinkram. Noch hat es ja gar nicht richtig angefangen. Wenn wir da jetzt schon Panik hätten, dann wäre es eine Katastrophe. Mittlerweile ist es 9:15. Die letzten Bieter kommen. Guten Morgen. Morning. Good morning. From England? Scotland. Oh, Scotland. You're very welcome. Long way. Die Welt zu Gast im Emsland. Bieter aus 40 Nationen lassen sich heute registrieren. Zweimal im Jahr findet hier in Meppen eine Riesenauktion statt. Jeder kann mitmachen. Einzige Voraussetzung: 10.000 Euro Kaution.
die hat auch Udo Neumann hinterlegt. Nummer 304. Udo Neumann ist Hobbybauer und Trecker-Fan. Heute will er seine Sammlung erweitern. Mit seinen Freunden ist er extra aus Rantrum bei Husum angereist. Fast 400 Kilometer, nur um einmal selbst bei dem Spektakel mitzubieten. Ja, aufgeregt auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es jetzt nur aus der Ferne gehört. Das ist. Man hat mich auch gestern gewarnt, wie ich dann meinen Scheck eingelöst habe, dass ich dieses Papier nicht so hochhalten soll. Die haben wohl mehrere Probleme damit, dass man unbeabsichtigt was erwerbt hier. Und das will ich auf keinen Fall. Eigentlich wollte Udo Neumann Landwirt werden. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen repariert er Windkraftanlagen. Aber sein Herz schlägt bis heute für große Reifen und viel PS. 24, 6, 16. Welcher? Das ist unser Traum, will ich nicht sagen, aber doch. Auf dem Platz ist das eigentlich so das, was wir uns vorgestellt haben. Das ist kein ganz alter, kein ganz neuer. So ein gesundes Mittelfeld. Sieht so ein bisschen misshandelt aus. Oben die ganzen Lichter haben wir nur mit Tape gehalten. Haube hat schon einiges mitgemacht. Aber der Trecker hat über 300 PS. Da würden seine Nachbarn ganz schön staunen. Aber viel Pflege hat er nicht gesehen in seinem Leben, ne? Nee. Und obwohl er nicht anspringt, diesen Trecker will Udo Neumann haben. Also das ist ein reiner Blindkauf. Das ist wirklich, wo man überhaupt nichts weiß, was mit dem los ist. Also rein optisch würde ich sagen, der hat viel mitgemacht und ist sicherlich nicht im besten Zustand. Was soll man dafür geben? Neu würde der Traktor weit über 100.000 Euro kosten. Für 40, bis 40 gehen wir. Und über 40, naja, müssen wir sehen. So, 40.000. Nehmen wir ihn. Hier, das wäre doch was, wa? Ah, das ist natürlich eine geile Kiste, ne? Und das sind Auktionsprofis. Heute hier zum sechsten Mal dabei. Wilfried und Gerold Scholten. Lohnunternehmer und Schnäppchenjäger. Alles am Mann. Über 60 Landmaschinen haben die Brüder bereits in ihrem Fuhrpark stehen. In Lahr, in der Grafschaft Bentheim. In Sachen Traktoren macht ihnen keiner so schnell was vor. Los mal, Gerold! Hey! Hat hier jemand manipuliert oder was? Hier Kabel abgezogen? Wir haben nämlich einen elektrischen Absteller, das Ding. Ja, aber hier funktioniert gar nichts hier. Das ist alles tote Hose. Wir haben einen elektrischen Absteller. Ja, also hier ist irgendwie, hat da irgendwie jemand drum gefuchelt oder was? Hier funktioniert nämlich gar nichts. Hier unten hängen auch die Kabel alle lose rum. Also kurz mal hin und her fahren müssen wir schon mit dem Ding, ne? Getriebe im Durchtesten. Also jetzt so aus blauem Dunst und Ding ersteigern, ne? Da muss er echt. Dann geht es nur darum, 8 Räder, so viel Prozent und auf dem Eisen. Also testen müssen wir so ein Ding schon eben kurz. Ne? So, da haben wir hier ein loses Kabel am Zündschloss. Das ist ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Man müsste ja jetzt Hand auf. Aber so haben wir jetzt ein bisschen. Und schnell ist klar. Bei diesem 15-Tonner müssen die Brüder mitbieten. Oh. Mal sehen, ob der Bruder das Ding noch eben testen will. Die Auktion ist immer was Besonderes für uns. Ne? Ich meine, es ist hier eine ganz interessante Plattform. Hier sind ja Maschinen oder ich sag mal Aussteller, die Leute, die Maschinen hier hinstellen, aus allen Herren Ländern, international, weltweit. Und dementsprechend sind hier natürlich auch Maschinen zu finden. Ne? Also hier gibt es Dinger zu sehen, die man eigentlich vor der Haustür beim Händler so nicht sieht. Sagen wir es mal einfach so. 9:30 Uhr, Auktionsbeginn. Die Spannung unter den 3.500 Besuchern steigt. Ab jetzt wird im Schnitt pro Minute eine Landmaschine versteigert. Und das die nächsten 9 Stunden, ohne Pause. Los geht's mit den Anhängern. Die Schlange mit den Maschinen darf jetzt auf keinen Fall abreißen. Zeit ist Geld. Scheiße, kommt da wieder einer her.
Erste Bewährungsprobe für Chefmechaniker Heinz Pott. Diese Anhänger sind bereits verkauft. Und los! Heinz Pott muss jeden Schlepper jetzt mehrmals als Zugmaschine einsetzen. Scheiße. Da kann eine defekte Hydraulik für ihn schnell zu einem echten Problem werden. Hier, los. Okay. Mach mal eben den los. Dass die Hydraulik nicht runtergeht. Warum da das nicht? Bin ja auch nicht vorfahren. Geschafft. Sofort weiter zum nächsten Anhänger. Es ist nicht normal. Warum lässt man da keine Lücke zwischen? Lass da immer eine Lücke dazwischen, verdammt. Ja, alles schon verkauft hier. Innerhalb von einer Minute ist so ein Ding einfach neuen Besitzer. Steht überall neuer Name dran schon. Ne? Das fasziniert Sie auch selber. Ja, das fasziniert einem, ja. Das ist so. Die erste Hürde hat Heinz Pott gemeistert. Doch das war nur der Anfang. Die Spannung steigt. Die teuren Traktoren rollen an. Sofa 3750 Ein Trecker folgt dem anderen. Bieten und überboten werden. Bei dieser Geschwindigkeit muss man höllisch aufpassen. Die Preise klettern im Sekundentakt. Und nach etwa einer Minute ist schon wieder die nächste Maschine an der Reihe. Versteigerungsfieber. Auch Hobbybauer Udo Neumann hat's gepackt. Seine Premiere hat er sich einfacher vorgestellt. Aufgeregt. Da geht er so schnell hier. Ich habe ein paar Mal mitgeboten und dann zack, bist du schon 2000 Euro teurer, als was man hier wollte. Ist schon. Und dann kommt er, sein grüner Traumtrecker. 40.000 Euro, sein Höchstgebot. Doch das reicht nicht. Schnell kostet sein Wunschtrecker 55.000 Euro. Abnehmen, wie alles leer. Zu teuer. Das wird wohl nichts. 55, dann ist er nicht. Wäre zu teuer. Die Enttäuschung ist groß. Aber Udo Neumann gibt nicht auf. Aber es kommen noch ein paar mehr gleich. Mittlerweile ist es kurz nach 12. Zurück bei Heinz Pott und seinen Treckern. Doch die machen gerade überhaupt nicht das, was er will. Ob manipuliert oder leere Batterien, reihenweise springen die Traktoren nicht an. Bei diesem grünen Trecker geht gar nichts mehr. Guck mal, Zündung an und aus mal. Aus? Nee, das ist nichts. Ja. Dabei sollte er mindestens 25.000 Euro bringen. Das ist alles so. Allmählich wird es ärgerlich, ja. Aber was will man machen? Da müssen wir durch, dafür sind wir hier. Sonst hätte man Pastor werden sollen oder was weiß ich. Heinz Pott hat seinen Chef alarmiert. Ja, folgendes Problem, der Motor läuft nicht. Und eine Krone ist dabei und wir werden auch erste Läufe nicht reinkriegen. Jürgens meint, stehen lassen. Ja, aber was heißt konkret jetzt? Ist es Motorsteuerung oder? Er weiß es direkt noch nicht. Er ist sehr wahrscheinlich Motorsteuerung, ja. Was gut sein. Ja, wir sind ja jetzt bei den letzten. Wir müssen hier, wenn er reinkommt, Heinz, wenn wir ihn kriegen,
am Laufen kriegen. Dann muss er irgendwo zwischen auch dementsprechenden gleichwertigen Maschinen muss er dazwischen. Wir können ihn auf keinen Fall irgendwo dann zwischen so alte Maschinen fahren. Nein, wir machen zwischen den Marken sowieso. Ja. Zwischen den Marken machen. Genau, wenn irgendwo ein Break ist, dass er dazwischen ist. Okay. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Heinz Pott hat jetzt einen Ruf zu verteidigen. Master of Disaster. Warum? Weil, größte Desaster kriegt er irgendwie hin. Es ist kurz vor drei. Auch weiter vorn an der Rampe steigt die Aufregung. Der Grund für diese Aufregung wiegt 15 Tonnen, hat 8 Räder und mindestens 2 große Fans. Ja, etwas angespannter schon. Ja? Ja. Jetzt geht's um was? Jetzt folgen gleich ein paar Objekte der Begierde. Dann steigt der Puls natürlich etwas. 17 Jahre ist das Objekt der Begierde. Und trotzdem wollen die Scholtens ihn unbedingt haben. Bis 25.000 Euro wollen sie gehen. Das müsste eigentlich reichen. Hinten von ESA. ESA jetzt mit 25. Doch die Fangemeinde des Riesentreckers ist groß. ESA, wie 30. Scheiße! Scholtens Trecker-Traum geht an die 508 für 27.500 Euro. Schnell umschalten. Schnäppchenjäger müssen flexibel sein. Die 306 kostet im Moment 25.000 Euro. Ein super Preis. 25, oh, 306. 27, ist ja noch wert, oder? Ich hab nur 27 Cent. 30. Jetzt sind wir unter dem Limit. Wir haben 27, sind jetzt bei 30. 31 schon, ne? Scheint, als wäre die Kauflaune gut heute. Ja, gute Stimmung anscheinend heute. Wir hatten so ein bisschen darauf gehofft, dass jetzt diese Winterauktion. Die meisten Händler stellen sich zum Winter hin nicht die Fahrzeuge auf den Hof. Und deswegen ist das eigentlich preislich jetzt von der Jahreszeit ja eigentlich sehr interessant. Aber trotzdem wird es heute reichlich teuer. Ja. Getreidepreise waren ein bisschen höher. Ich denke, das spielt auch eine Rolle mit. Die Bauern haben ein bisschen mehr verdient. Haben mehr Kauflaune heute. Ne? Für Schnäppchenjäger gibt's heute nicht viel zu holen. Wilfried und Gerold Scholten gehen ohne Trecker nach Hause. Zurück zum Sorgenkind. Der grüne Trecker läuft immer noch nicht. Eine Entscheidung muss her. Also, lass mal stehen. Ja, warum nicht? Was meinst du? Ja, wir lassen stehen. Nee. Du hast eine nächste halbe Stunde auch noch nicht angegangen, ne? Also, okay, ja, definitiv. Also dich kriegst du nicht. Ein letzter Versuch. Komm, Franz! Leichte Lebenszeichen sind doch da. Nichts zu machen. Nein, nein, offiziell, nein, Matthias, offiziell raus. Und alles andere ist Glückssache. Dann kriegst du Bescheid. Okay, danke. Tschüss. Dieser grüne Trecker geht heute nicht mehr über die Rampe. Bei über 300 Traktoren der erste Totalausfall. Von der Quote her ist das eigentlich top. Potheins wird sich ärgern, sag ich mal, weil der hat einfach den Ehrgeiz, alles rüberzubringen. Vielleicht schaffen sie es ja noch. Es sind natürlich noch Risiken jetzt da. Es kommen noch ein paar sehr hochwertige Maschinen, wo noch vieles schief gehen kann. Aber zum Schluss werden die Toten gezählt. Ja. Schauen wir. Und einer hat immer noch nichts ersteigert. Hobbybauer Udo Neumann.
Kann passieren, dass ich über mein Ziel hinausschieße, über mein Maximum. Wenn man immer dabei ist, so, dann kriegt ja Spaß. 25. Wo bin ich überhaupt hier? Ich bitte hier einfach mit. Ich sage, ich bitte einfach mit. Und die Plätze. 5000 Stunden. Bauer 2000. Nein. Treckerkauf nach Bauchgefühl. Für diesen Traktor hat Udo Neumann gerade spontan 25.000 Euro geboten, ohne ihn je vorher gesehen und getestet zu haben. Hätte ich fast gehabt. Die sind wieder runtergegangen auf 25, da war mein Gebot gerade eben. Der ist immer auf 25, glaube ich, habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Doch, ist noch 25. Habe ich ihn jetzt? 184, thank you very kindly. There's never a problem, there's always somebody right there. Ich habe ihn nicht. Ich hätte ihn fast gehabt. Glück gehabt. Wer weiß, welche Macken dieser Trecker gehabt hätte. Man wird nervös, man wird nervös. Aber einen will er haben, unbedingt. Auch wenn er ihn nicht vorher gesehen hat. Okay, Gentlemen, take your joy, take one, two, or three. Okay, about 75,000. 19,000. Solid. 75. 6, 7, 3, 6, 7, 3, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3
Wir müssen uns ja mal essen gehen mit dir. Europas größte Trecker-Auktion, für Udo Neumann ein unvergessliches Erlebnis. Kurz nach sechs. Die letzten Trecker fahren über die Rampe ohne Probleme. Zeit zum Ausatmen? Keine. Wenn in Meppen die Sonne untergeht, dann geht's hinter der Bühne um richtig viel Geld. Die wertvollen Großmaschinen. Nur ein Ausfall und es drohen große Verluste. Heinz Pott muss um jede kämpfen. Dieser Rübenroder macht keinen Mucks mehr. Der lief doch immer Ast rein, verflucht. Anstellen, der lief immer gut. Warte, der lief doch immer gut. Ja, ich hab keinen Strom. Ha? Ich hab keinen Strom. Aha, du hast überbrückt. Ja, jetzt haben wir alles kaputt. Wieso haben wir alles kaputt? Ja, wir müssen eine 24 Volt hier hin haben, den roten Caddy. Den orangen Caddy, wo ist der? Caddy, orange, 24 Volt. Wo ist der orange Caddy? Der orange Caddy, wo ist der? Ich brauch 24 Volt. Kurz vor dem Ziel. Für Heinz Pott kommt's drauf an. Einen zweiten Totalausfall will er vermeiden. Unbedingt. Direkt an Anlasser und dann kurz schließen. Ich habe es eigentlich heute verhindert. Ja. Es sieht gar nicht gut aus für den Rübenroder. Bange Minuten für Heinz Pott. Und vor allem für seinen Chef, Guido Ottens. Das sieht doch schon besser aus. Gas geben! Das fast Unmögliche. Heinz Pott, der Master of Disaster, bringt auch diesen hoffnungslosen Fall wieder zum Laufen. In letzter Sekunde. Ja, das ist dein Part. Das ist dein Part. Alles wieder am Laufen. Alles klar? Gut, okay. Jetzt kommt unser Master. Geschafft. Alle Maschinen laufen. Guido Ottens ist mehr als zufrieden. Über 8 Millionen Euro wurden heute umgesetzt. Und das hat er vor allem einem zu verdanken. Wir haben alles geschafft für heute. War eigentlich eine schöne Aufgabe heute. War nicht große Probleme. Eine Maschine hat ein großes Problem, aber das gehört einfach dazu. Und die letzte Maschine, das ist schon Tradition. Die fährt nur einer. Ja, da freue ich mich drauf. Jedes Jahr der gleiche. Letzte Maschine ist meine Maschine. Okay.